Willkommen bei Bildner TV. Wenn ihr jemandem im Excel etwas erklären wollt, dann wäre es sicherlich ganz hilfreich, das mit Hilfe von Screenshots und dazu erklärendem Text zu machen. Ja, und Microsoft Windows bietet euch dafür genau das richtige Tool, nämlich die Schrittaufzeichnung. Und das wollen wir uns heute eben im Zusammenhang mit Excel etwas genauer anschauen. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Es freut mich, dass ihr wieder bei uns reinschaut und ich möchte euch heute dieses kleine Windows-Tool zeigen, den Schrittrekorder, den Schrittaufzeichner, auf Englisch den Problem Steps Recorder, mit dem ihr Screenshots erzeugen könnt und der euch gleich eine Anleitung erstellt. Und ich habe das Ganze schon mal in einem Windows-Video gezeigt, ich habe sie unter Windows 11 gezeigt. Aber eben im Zusammenhang mit Excel kann der sehr, sehr hilfreich sein. Deswegen möchte ich es jetzt nochmal hier unter Windows 10 mit Microsoft Excel eben zeigen. Und ja, eben, er zeichnet eben nicht nur die Screenshots auf, sondern der Problem Tools Recorder zeigt mir eben, liefert mir auch eine kleine Anleitung mit Text, die er dazu schreibt. Und er schreibt mir da, wenn ich eben in Microsoft Excel in Zellen klicke, schreibt er mir auch die Zellen dazu rein. Das ist das Interessante. Ja, und wir wollen uns das Ganze jetzt auch gleich mal anschauen. Ich habe hier wirklich nur eine kleine Rechnung in Excel und jetzt möchte ich erklären, wie die Funktion Max hier in Excel funktioniert. Also für euch kurz, ich klicke hier einfach rein, ich möchte hier den höchsten Umsatz rausfinden. Dann nehme ich hier oben aus dieser Liste mit meinen Funktionen, nehme ich die Formel Max und markiere hier diesen Bereich, bestätige mit Enter und jetzt habe ich hier den höchsten Umsatz, die 38.000. Und jetzt werden wir genau das eben mal aufzeichnen und schauen, wie das Ganze dann aufbereitet wird. Also, ihr müsst zuerst das Programm starten und zwar, wenn ich auf Windows Start klicke, könnt ihr entweder einfach mal Schritt schreiben, einfach hier unten Schritt, dann seht ihr, ihr findet hier die Schrittaufzeichnung. Was ich lieber mache, weil es kürzer ist, ich schreibe einfach nur PSR. Das ist der englische Name der App und zwar der Problem Step Recorder. Und mit PSR findet ihr das einfach deutlich schneller. So, und ich klicke jetzt hier eben auf die Schrittaufzeichnung. Dann habt ihr hier dieses kleine Fenster der Schrittaufzeichnung. Das wird auch in den Screenshots mit zu sehen sein. Deswegen positioniere ich das mal irgendwo, wo es mich nicht stört. Diesmal lege ich es hier mal nach unten rechts, weil da werde ich mit Sicherheit nicht hinkommen. Und dann beginnen wir mit der Aufzeichnung. Und jeder Mausklick oder auch jedes Ziehen mit der Maus wird registriert und als Screenshot verarbeitet. Das heißt, womit ihr leben müsst, ist, dass ich jetzt natürlich einmal in mein Programm klicken muss, damit ich überhaupt wieder in Excel bin. Auch das würde schon mit einem Screenshot kommentieren. Also, ich gehe auf Aufzeichnung starten. So, klicke einmal in mein Excel und jetzt klicke ich hier die Zelle an, die ich benötige. Und ihr seht, jedes Mal, wenn ich klicke, dann kommt so ein kleiner oranger Punkt, der zeigt mir an, dass er einen Screenshot gemacht hat. Ja, und jetzt gehe ich hier oben und suche mir die Formel Max. Dann markiere ich hier. Und jetzt seht ihr auch, wenn ich auslasse, dann kommt nochmal dieser kleine rote Punkt an meinem Mauszeiger. Das heißt, er hat wieder einen Screenshot gemacht. Und bestätige mit Enter. So, dann habe ich hier mein Ergebnis. Das war's. Und ich beende jetzt hier die Aufzeichnung. Dann zeigt er mir auch gleich, was er aufgezeichnet hat. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Ich mache es mal etwas größer. Mit Steuerung Mausrad zoome ich näher ran. Ja, und jetzt hat er hier erstmal gesagt, klick mit der linken Maustaste auf C7. Das war, wo ich zurück in mein Excel geklickt habe. Dann habe ich hier eben auf F4, klick mit der linken Maustaste durch Benutzer auf F4. Also ihr seht, er registriert die Spalte und die Zeile, in die ich klicke. Dann
Hier steht jetzt nur Klick mit der linken Maustaste durch Benutzer in Mappe 1 Excel. Und wenn ihr seht, hier ist der Mauszeiger. Da zeigt er mir, wo ich hingeklickt habe. Hier oben. Die Befehle selber, die hier sind, die kann er mir leider nicht reinschreiben. Da kann er nur eben den Bereich angeben. Ihr seht den auch grün umrandet, wo ich hingeklickt habe. Aber ich denke, zum Nachvollziehen reicht es, vor allem wenn ich mir den nächsten Screenshot anschaue. Klick mit der linken Maustaste durch Benutzer. Ihr seht hier schön ausgewählt, also oben, wo ich hingeklickt habe und dann hier auf Max. Und dann sagt er Start des Ziehens auf C4 und hier Ende des Ziehens auf C6. Man sieht immer Schritt für Schritt, was ich gemacht habe. Und dann hier nochmal Tastatureingabe. Und zwar, ich habe Eingabe, also Enter gedrückt. Ja, und das ist die ganze eben Schritt für Schritt Aufzeichnung, die hier stattfindet. Ja, und zum Abschluss müsst ihr das Ganze nur noch abspeichern. Also ihr klickt hier oben auf Speichern und sucht euch aus, wo ihr das Ganze hinspeichern wollt. Zum Beispiel in die Dokumente, gebt einen Namen ein. Excel Max. Und er speichert euch das Ganze als ZIP-Datei ab. Und die könnt ihr dann auch leicht und bequem zum Beispiel per E-Mail verschicken. Und der Empfänger empackt die einfach, führt die Datei drinnen mit dem Doppelklick aus und erhält dann eigentlich genau die Anzeige, die ihr hier habt. Und was ihr auch schon seht, das Ganze ist im Grunde eine HTML-Datei, also eine Webseitendatei. Und dann kann man hier zum Beispiel auf Next klicken, dann springt man immer gleich und wieder Next oder Previous, dann springt man zum nächsten oder zum vorhergehenden Punkt. Ja, vielleicht noch, bevor ich euch auch da noch zwei Einstellungen zeige, die eigentlich ganz wichtig sind. Wenn ihr wissen wollt, wie das eben mit dem Max oder Min in Excel funktioniert oder weitere Formeln und Funktionen oder eben halt auch Diagramme, dann werft einen Blick in unsere Excel-Bücher. Geht einfach unter www.bildnerverlag.de, gebt einfach oben in die Suchliste Excel ein. Wenn ihr schon wisst, für welche Version, dann vielleicht auch gleich die Version dazu, 2021, 2019. Und ihr haltet hier eine Liste mit all unseren Excel-Büchern und da bin ich mir sicher, ist für jeden was dabei. Und jetzt neu auch bald verfügbar, eben für die Version 2021. Und mit etwas Glück könnt ihr das Ganze auch gewinnen, wenn ihr einen Kommentar unter einem unserer Videos da lasst. Dann nehmt ihr nämlich an unserer wöchentlichen Gewinnspielziehung teil. Und wer gewinnt, der darf sich ein Buch aus unserem Verlagsprogramm frei aussuchen. Ja, und jetzt zeige ich euch noch zwei Dinge, die ihr noch dazu wissen solltet. Ich gehe wieder mal Excel rein und ich bereite schon mal vor. Ich lösche nochmal hier raus, weil wir werden das Ganze nochmal durchspielen. Und ich starte mein Programm. Also ich suche nach PSR, starte die Schrittaufzeichnung, schiebe die auch schon mal an eine Stelle, wo sie mir nicht im Weg umgeht. So, und zum Ersten. Es werden maximal 25 Screenshots aufgezeichnet. Wenn ihr aber wisst, ihr wollt mehr zeigen und es werden mehr Screenshots, dann könnt ihr diese Zahl erhöhen. Und zwar, indem ihr hier bei der Schrittaufzeichnung ganz rechts, ich zoome mal ran, auf das kleine Fragezeichen-Symbol rechts daneben auf den Pfeil klickt und dort die Einstellungen auswählt. Und in den Einstellungen, da habt ihr rechts unten die Möglichkeit, ich zoome mal näher ran, die Anzahl der Aufnahmen einzustellen und die solltet ihr dann erhöhen, wenn ihr wisst, ihr braucht mehr als 25, weil was passiert, wenn ihr nur die 25 lasst, aber ihr macht 30 Aufnahmen, ja, dann werden die zu Beginn gemachten Aufnahmen gelöscht. Also dann habt ihr nur die Aufnahmen 6 bis 30 und 1 bis 5 werden dann rausgelöscht. Also ich erhöhe das Ganze mal dann zum Beispiel auf 50, wenn ich weiß, ich werde jetzt so 30 bis 40 Screenshots brauchen, mit OK bestätigen. Ja, und das Zweite ist, ihr könnt Kommentare eurer Aufzeichnung hinzufügen. Die Kommentare müsst ihr während der Aufzeichnung machen. Nachträglich könnt ihr an der Datei nichts verändern. Also weder Kommentare hinzufügen, noch Screenshots rauslöschen oder hinzufügen. Also, ich gehe auf Aufzeichnung, Starten. Ich klicke wieder in mein Excel. Und jetzt möchte ich zuerst mal erklären, dass Sie dorthin klicken möchten oder dorthin klicken sollen, wo Sie das Ergebnis haben möchten. Und dazu gehe ich jetzt auf Kommentar hinzufügen. Und weil ich es später hier markieren werde,
markiere ich das hier gleich mal und schreibe hier unten, klickt dorthin, wo ihr das Ergebnis haben möchtet. Bestätige mit OK. Jetzt ist dieser Screenshot mit der Hervorhebung und dem Text, den ich geschrieben habe, hinzugefügt. Und jetzt mache ich weiter. Das heißt, ich klicke wieder hier hin in mein Excel rein. Ich bin an der Stelle, wo ich sein möchte. Dann gehe ich hier oben und wähle mir aus, dass ich die Formel Max möchte. Markiere den Bereich, bestätige mit Enter. Und ich könnte jetzt wieder Kommentare eingeben, wie ich möchte. Ja, und ich bin jetzt fertig. Aufzeichnung beenden. Und schauen wir uns jetzt noch den Kommentar an. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterblätter, dann seht ihr, habe ich in Excel geklickt und dann habe ich hier den Kommentar eingefügt. Und es steht auch hier, Benutzerkommentar, klickt dorthin, wo ihr das Ergebnis haben möchtet, der Bereich markiert. Und als nächstes habe ich hier mit der linken Maustaste auf F4 geklickt. Und wie vorher geht das Ganze jetzt weiter. Ja, also ich finde, das ist eigentlich so ganz gut geeignet, um eine Schritt-für-Schritt-Excel-Anleitung zu erstellen. Ihr spart euch damit viel eigene Arbeit und könnt so schnell eben Infos an Freunde, Kollegen weitergeben. Zugegeben, man muss das Ganze vorher mal ein bisschen durchspielen und ausprobieren und sich auch überlegen, Schritt für Schritt, dass man nicht zu viel unnötige Screenshots in der Liste habt. Aber ihr seht, wenn ihr das Ganze von Hand machen müsstet, dann würdet ihr da deutlich mehr Zeit brauchen. Wenn ihr das Ganze cool findet und auch mal hernehmt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, wie es euch gefällt, wie es euch damit gegangen hat. Und ja, was uns freuen würde, wäre, wenn ihr uns abonniert, denn damit unterstützt ihr den Kanal und ihr verpasst keins unserer kommenden Videos. Ja, und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Wir sehen uns dann hier bei Bildner TV.